Herzlich willkommen zur vierten Folge. Warum sollte man Cannabis eigentlich legalisieren? Ich begrüße euch bei einer neuen Folge, die natürlich wieder unterstützt wird von Avai. Ja, heute beginnen wir mit einem eher schwierigen Thema, nämlich mikrobielle Reinheit. Ja, Risiko von Mikroorganismen. Was bedeutet das und was hat das mit dem Thema Legalisieren zu tun? Ja, Pflanzen sind dauerhaft von Mikroorganismen aus Boden, Luft und Wasser ausgesetzt und eine gewisse mikrobiologische Besiedlung ist da ja unumgänglich. Das Risiko hängt von Finalität der Verwendung, Art des Erzeugnisses und potenziellen Schäden bei dem Verbraucher oder der Verbraucherin ab. Also mikrobielle Kontamination kann Produktleistung, Stabilität beeinträchtigen oder physikalische Eigenschaften und Aussehen verändern. Ja, Wirkung und Hilfsstoffe in Formulierungen inaktivieren, Vertrauensverlust verursachen. Aktive Infektionen durch Vermehrung im Wirt verursachen Toxizität bei oraler Aufnahme. Also ja, Salmonellen, Mikrotoxine, allergische Überempfindlichkeitsreaktionen oder sogar Lungenerkrankungen bei empfindlichen Personen kann es hervorrufen. Ja. Ja, kommen wir nun zu den Arten der mikrobiellen Kontamination. Ja, Pflanzenviren, wobei hier keine Gefahr für Menschen besteht. Ja, es können sowas wie Hefen, Schimmelpilze oder Sporen, also Schimmel als häufigste mikrobielle Kontamination. Botrytis am häufigsten, aber selten, also da gibt es selten Überempfindlichkeitsreaktionen. Ja, einige Aspergillus-Arten können Überempfindlichkeitsreaktionen und Lungenentzündungen hervorrufen. Bei gesundem Immunsystem werden sie aber aus der Lunge entfernt. Es gibt aber immer auch Risiken durch Mykotoxine, extrem unwahrscheinlich, aber es gibt sie. Ja, dann noch kurz zu den Bakterien bzw. Sporen. Also Cannabis ist für bakterielle Krankheitserreger, Salmonellen, Listerien, E. coli, also kein potenzielles Übertragungsmedium. Kontamination kann jedoch durch mangelnde Hygiene der Arbeitenden, also Leute, die es beschneiden, kontaminierte Erde, Düngemittel und Wasser sowie auch Kleintiere beim Freilandanbau oder so entstehen. Ja, welche Maßnahmen zur Sicherstellung der mikrobiellen Reinheit sollte es geben? Also Beeinflussung des mikrobiellen Wachstums durch zum Beispiel Temperatur, Feuchtigkeit, Niederschlag während oder vor der Nacherntezeit, Einhaltung grundlegender Hygienemaßnahmen in den Räumen oder ums Gelände, ja, Lagerungsbedingungen, die Qualitätssicherung im Prozess, also die Dokumentation aller Schritte, aller Prozessschritte, Schulung des Personals, also Hygiene, Erkennen von Schimmel und Verschmutzung, Qualifizierung und Überwachung des Systems durch Behörden. Ja, Eliminierung der meisten Mikroorganismen durch zum Beispiel Trocknung, Bestrahlung, Druck, Extraktion, da gibt es halt auch verschiedenste Möglichkeiten wieder. Ja, ihr seht hier noch eine Tabelle über globale Richtwerte für getrocknete Pflanzenprodukte. Zum einfacheren Verständnis wollen wir euch zuerst folgende Abkürzung erklären. Also THMC bedeutet, das ist die Gesamtzahl der aerober Mikroorganismen. TYMC ist also die Gesamtzahl der Hefen und Schimmelpilzen. Und CFU ist eine Kolonie bildende Einheiten, sagt man immer so. BTGN, Bacteria, das sind ganz viele lateinische Begriffe, die ich fast gar nicht aussprechen kann. Es ist die gramnegative Entobakterien. Ja, und E. coli, Bakterien und Salmonellen sollten eigentlich allgemein bekannt sein. Ja, und hier noch ein paar Empfehlungen für mikrobielle Tests. Zunächst sollten getrocknete Cannabisblüten für den Freizeitkonsum den Richtlinien des Europäischen Arzneibuches entsprechen, also der Kategorie C.
5.18 für pflanzliche Arzneimittel und welche wir euch hier auch noch kurz einblenden werden. Ja, weitere Tests und Grenzwerte für pflanzliche Arzneimittel. Die genauen Werte seht ihr auf der Tafel nebenan. Und das sind also fremde Bestandteile, Wasserverlust, Grenzwert für Pestizidrückstände, Schwermetalle, Cadmium, Blei, Mykotoxine, Quecksilber, Aflatoxin B1, Totalaflatoxin und Ochratoxin A. Frisches Cannabis erfordert natürlich noch zusätzliche Tests. Essbare Cannabisprodukte sollten eventuell von Gesundheitsämtern reguliert werden und dem Lebensmittelstandard einfach entsprechen. Cannabisextrakte vom Typ B1 sollten den Richtlinien des EU-Arzneibuches wiederum entsprechen, also 518 Kategorie B. Und das seht ihr auch eingeblendet. Eine Wasseraktivität von höchstens 0,65 wird empfohlen und das Potenzial für mikrobielle Verunreinigungen zu verringern. Was soll uns dieses Thema also nochmal hinsichtlich der Legalisierung sagen? Ja, der Schwarzmarkt hat nun mal keine Qualitätsstandards und nichts wird auf Sauberkeit oder Verunreinigung geprüft. Ein organisierter Fachhandel mit Auflagen, ja, der zu einem Standard führt, mit vielleicht sogar Grenzwerten wie bei Lebensmitteln, also auch mikrobielle Tests, befürworten also eine Legalisierung. Und nur so kann man gesundheitliche Risiken beseitigen, die der Schwarzmarkt halt nicht berücksichtigt. In diesem Sinne hoffe ich, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Teil, wenn es wieder heißt, warum sollte man Cannabis eigentlich legalisieren? Und wenn ihr auch Gründe habt, dann freuen wir uns, das in den Kommentaren zu lesen. Ciao.